Lehrerin im Deutschkurs an der Universität Bethlehem. Zwei Wochen lang haben hier Studenten mit der Muttersprache Arabisch اجمعي بواقي الرصاص وبواقي المعارك والقوارير ارسمي فجرا جديدا من حرير وقاتلي واقتلي ظلي واصنعي انت المصير. Angefangen Deutsch zu lernen. Heute stellen sich 8 meiner Schüler vor und erzählen ihnen auf Deutsch von ihrem Leben in Palästina. Ans Ende setzt jeder ein Gedicht, das im Kurs entstanden ist. Ich danke Ahmad, Khalid, Jumana, Mash, Mohed, Razan und Siba, denn ich habe viel von euch gelernt. Ihr wart sehr gute, nette und lebendige Schüler. Wörter wie Staatsangehörigkeit sind wirklich Monster. Ich hoffe, das Deutschlernen hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich will jetzt unbedingt Arabisch lernen. Besonders danke ich auch Max von Danwitz, Development and Public Relations Assistant, der durch sein Bemühen diesen Deutschkurs in Bethlehem erst möglich gemacht hat. In unserem Gedicht, da leben wir, da reden wir, da singen wir. Und wenn ihr wollt, dann öffnen wir das Herz und lassen euch hören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Razan. Ich bin 20 Jahre alt. Ich lebe in Bejala in Palästina. Ich studiere Englisch Literatur. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Meine Hobbys sind Malen und Modedesign. Ich liebe es, Sprachen zu lernen. Ich liebe es, in Palästina zu sein, denn das ist ein besonderer Ort. Das Wetter ist ehrlich und Natur und Landschaft sind schön. In der Zukunft möchte ich mein Studium der Sprachen abschließen und als Lehrerin für Kinder arbeiten. Der deutsche Kurs war sehr nett und lehrreich. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages nach Deutschland gehe. In meiner Universität, da lerne ich, da habe ich Freunde, da entwickle ich mich. Und wenn du verloren bist, dann kannst du um Hilfe bitten. Danke. Ich bin in Michigan, USA, geboren und bin 20 Jahre alt. Jetzt lebe ich in Palästina. Ich studiere im 3. Jahr soziale Arbeit an der Universität Bethlehem. Meine Hobbys sind Schwimmen und Tanzen. Im Moment haben wir Sommerferien und das genieße ich sehr. Im Sommer treffe ich gerne meine Freunde. Weil ich nicht gerne meine Zeit verschwende, habe ich am Deutschkurs teilgenommen. Obwohl Deutsch eine sehr schwierige Sprache ist, haben wir schon viel gelernt. In meiner Universität, da studiere ich, da lache ich, da esse ich. Und wenn du willst, dann komme ich und lass dich ein. In meiner Universität, da schreibe ich, da male ich, da lese ich. Und wenn du willst, dann komme ich und lass dich ein. Ja, mein Name ist Mohed, ich komme aus Palästina und wohne in einem kleinen Dorf, das Walaja heißt. Es ist voll von Olivenbäumen und Freiheit, aber nicht mehr lange, wegen der Mauer. Aber es wird immer grün sein. Ich lebe dort mit meinem Eltern, meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Schwester.
Wir sind eine kleine glückliche Familie. Ich bin 1990 geboren und studiere an der Universität Bethlehem. Ich lese gerne, spiele gerne Tennis und singe gerne. In den letzten zwei Wochen habe ich Deutsch gelernt. Es war ein interessanter Kurs und ich bin allen dankbar, die wir geholfen haben, meinen Namen auf Deutsch zu sagen. Ja, danke. In meiner Universität, da lerne ich, da spiele ich, da male ich. Und wenn du willst, dann komme ich nicht und lerne ich nicht, spiele ich nicht, da, und ich bin traurig. Ich heiße Maram Said, ich bin 20 Jahre alt und in Jerusalem geboren. Ich bin Studentin an der Universität Bethlehem. Ich studiere englische Literatur und französische Sprache. Ich habe drei Schwestern und einen Bruder. Ich wohne in Bethsaho, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bethlehem. Ich mag Sprachen, deshalb lerne ich Deutsch und Französisch. Ich schwimme gerne und in meiner Freizeit gehe ich mit meinen Freunden spazieren. Herzlich willkommen in Palästina. In meiner Universität, da lese ich, da studiere ich. Und wenn du willst, dann öffne ich die Tür und lass dich ein. In meiner Universität, da sehe ich meine Freunde, da esse ich, da gehe ich spazieren. Und wenn ich will, dann gehen wir zusammen und lass ich dich meine Freunde sehen.